Liebe Freunde, die Umstrukturierung Volkswagens, oder soll ich sagen, ich will das lieber das böse Wort gar nicht sagen, die Schrumpfung, der Untergang, je nachdem wie Sie es nennen wollen, geht immer weiter. Jetzt hat Volkswagen ja schon erklärt, das können Sie in einem meiner letzten Videos sehen, dass der Golf 8 der letzte Golf sein wird. Und jetzt geht es weiter mit dem Volkswagen Polo. Sie wollen mehr wissen? Bleiben Sie dran, gleich geht's los. Ja, liebe Freunde, wenn Sie ein bisschen älter sind, so wie ich, dann werden Sie sicherlich mit dem Polo und dem Golf aufgewachsen sein. Ich habe zwar nie einen gefahren, aber zumindest meine Fahrschule habe ich mit dem Golf gemacht. Polo hatten viele meiner Freunde damals im Alter von 18, 19, 20. Und das war schon ein Auto, was für viele von enormer Bedeutung war. Der Polo wird seit wie vielen Jahren? 45, 50 Jahren in Europa produziert. Erst in Deutschland, dann nicht mehr in Deutschland, weil es hier zu teuer war. Dann in Spanien. Und nun gucken Sie mal. Mein Bild hier mal wegmachen. Nein, so nicht. Da ist es. Genau. VW verlagert die Produktion des VW Polo nach Südafrika. Bisher wurde der Polo in Pamplona produziert. Wir gucken mal hier. Nach über 4 Jahrzehnten hat Volkswagen die Produktion des VW Polo in Europa beendet. Das geht, wie gesagt, schon länger. Diese Entscheidung fiel um das Werk im spanischen Pamplona. Da wurden die Dinger nämlich bisher hergestellt, auf die Herstellung der kommenden Elektrokleinwagen vorzubereiten. Ich halte das zwar mehr für eine Ente, diese Meldung, weil Volkswagen natürlich bei seinen Elektroautos nicht sonderlich erfolgreich ist. Polo können sie nach wie vor kaufen, aber in Zukunft kommt er eben aus Südafrika. So sieht's aus. Und das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass Volkswagen nicht nur die BRD als Produktionsstandort nach und nach aufgibt. Wie gesagt, 30.000 Leute werden wohl in den nächsten 12 Monaten gefeuert werden. Nein, Volkswagen wird sich wahrscheinlich auch bezüglich der Produktion aus Europa verabschieden. Es geht einfach nicht mehr. Dass es in Deutschland nicht mehr geht, das wissen wir schon seit geraumer Zeit. Viel zu hohe Energiekosten, viel zu viele Restriktionen. Ich weiß nicht, wie lange Volkswagen überhaupt noch in der BRD irgendwas produzieren wird. Jetzt fängt es allerdings sogar auch mit Spanien an. Und man lässt die Dinger auch für den europäischen Markt in Südafrika produzieren. Also insgesamt sehe ich doch tatsächlich hier bei Volkswagen eine völlige Veränderung der bisherigen Strategie, weil es eben in Europa nicht mehr geht. Südafrika, okay, da dürfte sicherlich vieles billiger sein. Ich würde mich nicht wundern, wenn es alsbald vielleicht alles in China produziert wird und wir dann die Volkswagen aus China bekommen. Und zwar nicht nur die Volkswagen mit Verbrennungsmotor, sondern auch in Zukunft die Volkswagen mit Elektroantrieb, sofern unsere Freunde das noch irgendwie hinbekommen. Denn wenn Sie sich mal Volkswagen angucken, also ID3, 4, 5, gibt es 6, weiß ich gar nicht, 7, dann muss man leider sagen, dass wenn wir uns auf die Software beschränken und einen Blick auf die Software tätigen, dass Volkswagen da so weit zurück ist, ich weiß nicht, wann Sie das jemals aufholen wollen. Volkswagen hat möglicherweise früh genug mit der Idee, Elektroautos zu produzieren, angefangen, aber Volkswagen kriegt es eben einfach nicht hin mit der Software. Das ist einfach so. Insgesamt sehe ich all diese Versuche, die wir jetzt haben, die Produktion des Golfs mit Verbrennermotor aufzugeben, den Polo in Südafrika zu produzieren, sehe ich als wichtige Ansätze, um vielleicht Volkswagen irgendwie zu retten. Aber langfristig weiß ich nicht, ob sie die ganzen Rückstände, in denen sie sich befinden, ob sie das wirklich hinbekommen. Und was das bedeuten würde, will ich gar nicht weiter ausführen. Volkswagen hat in Deutschland 350.000 Angestellte und weltweit rund
700.000 oder 750.000. Ich will nicht hoffen, dass Volkswagen den gleichen Weg beschreitet wie die deutsche Elektronikindustrie. Oder denken Sie mal, früher war Grundig, war eine Top-Marke. Grundig gibt es schon lange nicht mehr. Den Namen hat irgendeine chinesische Firma vor ein paar Jahren aufgekauft. Und wenn Sie jetzt irgendwo sehen, dass da Grundig draufsteht, dann kann ich nur sagen, Hände weg, das ist alles nur schlechte Qualität. Ich will es freundlich formulieren. Und das Gleiche könnte auch mit Volkswagen passieren. Oder denken Sie an Telefunken. Oder noch schlimmer, denken Sie an Blaupunkt. In meiner Jugend war Blaupunkt das Nonplusultra, auch gerade zum Beispiel bei Autoradios. Blaupunkt war immer das Beste. Alles vorbei, alles vorbei. Und ich befürchte, wenn es weiter so geht und wenn auch in Deutschland sich nicht die Rahmenbedingungen ändern, also niedrige Energiepreise, Niedersachsen raus aus Volkswagen, den enormen Gewerkschaftseinfluss deutlich reduzieren, dann wird Volkswagen möglicherweise das gleiche Ende erleiden wie die anderen genannten deutschen Premium-Marken. Es ist schlimm, dass es so ist, aber es ist so. Wie gesagt, der Blick auf den Golf und auf den Polo lässt einiges Negatives für die Zukunft erahnen. Ich will hier nicht zu negativ erscheinen, aber ich mache mir um Volkswagen große Sorgen und vor allen Dingen auch um die vielen, vielen Arbeitsplätze, die da dran hängen. Es sind ja nicht nur die Arbeitsplätze direkt bei Volkswagen in Deutschland, die 350.000. Es sind ja auch die ganzen Zulieferer. Die hängen ja auch alle dran. Ich weiß jetzt nicht insgesamt, wie viele Arbeitsplätze in Deutschland über Volkswagen gesichert sind. Aber ich vermute mal, das dürfte bestimmt das zwei- oder dreifache der Menge sein. Also 350.000 hat Volkswagen, die davon abhängig sind. Also wenn wir von 350.000 Mitarbeitern in Deutschland ausgehen, hängt da vielleicht eine Million Arbeitsplätze dran. Und das ganze Drama, was wir hier haben, wäre sicherlich nicht notwendig gewesen, denn dieser ganze CO2-Mumpitz, dem wir hier gerade folgen, das hätten wir sein lassen können, auch die Zwangsmaßnahmen zu sagen, ab 2035 dürfen hier keine Verbrenner mehr zugelassen werden, hätte auch alles nicht sein müssen. Aber ich sage mal, die Probleme bei Volkswagen sind eine Kombination aus politischen Sachen, also eben Verbot der Verbrenner, den ganzen CO2-Quatsch und natürlich auch aus Managementproblemen. Volkswagen hat es eben wahrscheinlich auch zu spät kapiert, dass es in Zukunft bei den Elektroautos, ich weiß, viele von Ihnen mögen die Kisten nicht, aber die werden kommen, dass man da schon hätte früher anfangen müssen. Denken Sie mal an Tesla. Tesla war wirklich eine winzige Klitsche und Tesla hat es geschafft, auf der ganzen Welt seine Ladestationen aufzubauen. Wenn das Volkswagen auch schon vor 12, 13, 14, 15 Jahren gemacht hätte, würde die Situation sich völlig anders darstellen. Aber gut, das soll es heute zu diesem Thema gewesen sein. Bis zum nächsten Video, meine lieben Freunde. Bis dann.